Hi, willkommen bei Grinchill Barbecue und Lifestyle. Heute wird's richtig groß, XXL. Es kommt ein neues Familienmitglied dazu. Der Kamado Joe Big Joe 3 ist am Start und ihr seht schon, ich habe ein bisschen vorbereitet. Da braucht ihr ein paar Personen, also zu zweit geht's gerade so. Und wie wir den aufbauen, das seht ihr heute. Viel Spaß! Starten wir gleich durch. Hier der Asche-Auffangbehälter. Sehr nice, kann ich nur empfehlen. Gefällt mir sehr gut hier bei Kamado Joe. Richtig nice zum Reinigen. Dann hier die Öffnung nach vorne. Ausrichten. Schön mittig. Die Schublade richtig gut rausflutscht. Als nächstes kommt der innere Teil rein, der Feuerkorb sozusagen. Reinlegen, den Ring nehmen und so könnt ihr den fixieren. Steine schön verteilen, dass ihr überall ein bisschen Luft habt hier. Den Ring schön draufsetzen. Außenrum einen Zentimeter Spalt lassen circa. Und dann macht ihr das einmal und nie wieder hoffentlich. Als nächstes gibt es den Korb, der ist relativ neu. Früher war unten einfach ein Gitter drin. Den schön einsetzen. Dann gibt es so eine Halbierung. So könnt ihr auf einer Seite Kohle reinmachen, nur diese Seite heizen und die andere Seite indirekt benutzen. Dann die Erhöhung rein, nach unten und drehen. So hält die auch hier perfekt. Dann haben wir hier Reflektorsteine auch noch zusätzlich dabei. Könnt ihr einfach reinlegen und habt auf einer Seite natürlich indirekt und hier auf der rechten Seite könnt ihr direkt Steaks oder Fleisch anbraten und nachher auf die indirekte Zone ziehen. Könnt ihr auch diverse Höhen fahren. Hier ein bisschen höher. Und für die Steaks hier unten rein und dann könnt ihr richtig scharf auf der Glut anbraten und schöne Röstaromas ziehen. Und dann hat Kamado Joe noch eine neue Version für indirektes Setup.
Hier ist so ein spezieller Aufsatz dabei beim Big Joe 3. Den könnt ihr hier einfach reinlegen. Diesen Aufsatz dazu. Deckel drauf. Und jetzt habt ihr immer ein perfektes indirektes Setup und die Zirkulation kommt von allen Seiten gleich. Nicht wie bei anderen Kamados, wo ihr meistens im hinteren Teil mehr Hitze habt. Für den Korb hat es solche Einraster auf der Seite, da könnt ihr den schön reinlegen. Grillrost rein und dann habt ihr hier 61 cm Grillfläche indirekt. Da passen ein paar Pulled Porks rein, Rippchen oder Brisket. Wer meinen Kanal verfolgt, hat sicher gesehen, dass es viele Rezepte auch für Wok gibt. So eine Wokpfanne kostet ein paar Euro. Und so habt ihr eine gute Wokstation, natürlich nicht die Power wie ein Rolling Dragon mit 24 Kilowatt, aber es reicht allemal, um kleine Portionen zu machen und schöne Wokgerichte. Sehr nice. Dann haben wir neu auch wieder Seitentische dabei. Ist zwar nicht neu, aber die sind jetzt nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Aluminium. Einhängen, nach vorne fahren. Und ihr habt da ein Leben lang eine gute Ablagefläche. Dann haben wir hier den altbekannten Deckel für oben drauf. Schützt den Grill natürlich perfekt vor Wasser, weil er oben geschlossen ist. Draufsetzen, ein bisschen andrücken, fertig. Dann für alle Steak-Liebhaber natürlich eine Gusseisen-Rost. Da braucht ihr keinen Beefer mehr. Richtig einheizen und dann schön ein Branding ziehen. Natürlich ist auch ein Rostheber dabei. Einfahren und rausnehmen. Ein weiteres Zubehör ist eine Gusseisenplatte. Eine Seite mit Drillen oder für Spiegeleier und so weiter eine flache Seite, auch wieder mit Heber. Dann haben wir auch als Zubehör erhältlich einen Speckstein, richtig massiv. Ist natürlich bakterien- und schmutzabweisend, ist sehr temperaturstabil. Verteilt sich richtig gut die Hitze drauf und so wird das Fleisch im eigenen Saft gegart. Als weiteres Zubehör haben wir hier noch den Dojo, ein Aufsatz für die Pizza-Fetischisten von euch. Drauflegen auf die sensationelle Dichtung hier, einen Stein rein. Den Deckel könnt ihr hier mit einem kleinen Scharnier fixieren und dann habt ihr hier einen Pizzaofen. Ich habe das getestet, ich muss da leider sagen, ich war nicht 100% zufrieden mit dem Teil. Das Problem ist, Unterhitze ist immer okay, aber von oben kommt zu wenig Strahlungshitze, weil hier die Hitze entweicht durch das Loch. Von mir aus gesehen müsste man hier vorne zumachen können, dann hier oben ein bisschen auf, das reicht auch. Und die Pizzas machen. Funktioniert an und für sich nicht schlecht, aber es gibt die perfekteren Pizzas ohne dieses Teil. Da wird sich Kamado Joe sicher auch noch dran wagen und das perfektionieren. Um das Gerät frei zu brennen, Kohle rein. Dann 1, 2, 3 Anzünder verteilen.
und den Big Joe mal auf Temperatur kommen lassen. Natürlich geben wir gleich die Roste auch dazu, dass die auch schon freigebrannt werden. Und dann lassen wir den mal auf 300-400 Grad hochheizen, eine halbe Stunde sollten reichen. Verlasst euch da auf euren Geschmackssinn. Sobald es nicht mehr komisch riecht, ist das perfekt. Aber bei Kamados ist vieles aus Stein, da wird es nicht groß riechen. Dann natürlich oben und unten die Luftzufuhr auf, dass ihr einen Anzündkamineffekt habt und der richtig durchzieht. Dann lassen wir den mal hochheizen und schauen, was geht. Ja Freunde, das war's vom Kamado Joe Big Joe 3. Ein riesen Ungetüm. Da könnt ihr auch mal eine Fußballmannschaft verköstigen. Wer viele Gäste hat, kann sich sowas überlegen anzuschaffen. Macht auch richtig was her im Garten. Und das Zubehör ist sensationell. Ihr habt hier unzählige Variationen von Grillroasts über Platten. Alles halbierbar, teilbar. Ihr könnt da indirekt, direkt alles unter einem Dach machen. Sensationell. Ja, ich danke noch vielmals an Veganershack, der mich hier wieder unterstützt. Wer gute Kohlen braucht, schaut auch mal bei ihm vorbei, wer aus der Schweiz ist. Der hat richtig große Stücke für Pizza und so weiter. Sensationell. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Aber nicht vergessen, Shop reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Bis zum nächsten Mal. Grünchill Barbecue und Lifestyle. See ya!